Heute kommen wir mal zu zwei ferngesteuerten Autos. Auch Technik drin. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr auf meinem Technikkanal eingecheckt habt zum neuen Video hier oben aus der Werkstatt. Vor längerer Zeit, so Ende Mai, habe ich Teile mal zum Testen gekriegt. Der ist bis 14 plus F16K mit Wasserspülung. Der sprüht so hinten ein bisschen Wasser aus. In Blau. Und hat auch eine etwas größere Fernbedienung. Derzeitiger Preis so um die 34 Euro. Und das ist so ein WD-Fahrzeug, was so Überschläge und allen möglichen Kram macht. Der geht noch, kann man auch noch seitwärts fahren. Und zu diesem kleinen, der nennt sich FC16 Spy Drift Car. Und das Ganze ist hier das Stunt Car. Beide 2,4 GHz mit einer einfachen. Der hat eine einfache Fernbedienung, wo ich jetzt schon sagen kann, da gefällt mir die Steuerung nicht so ganz, aber da ist er auch günstig für. Hier, weil kann ich jetzt schon mal sagen, finde ich den Preis leicht hoch angesetzt. Also um die 28 wäre da gut. Der ist bis 14 plus und der soll bis 12 Jahre. Und zu diesem kleinen Check draußen, das heißt, wir werden hier die Akkus laden, uns die Ladezeit angucken und wie lange halten sie? Der Hersteller sagte was von 40 Minuten kann ich oder 20 Minuten kann ich nicht glauben. Jeweils immer zwei Akkus drin im Lieferumfang eigentlich. Ja, sind zwei Akkus bei. Einmal 500 und einmal 800 mA, jeweils ein bisschen kleiner. Und müsste man mal checken, ob das hält. Und zu diesem Video würde ich euch gerne herzlich einladen. Ich hoffe, ihr habt Lust und Bock. Es geht ab zum Spielautos, was ich auch mal gerne mache für meine Jungs. Die spielen auch gerne damit. Check, viel Spaß beim Video. So, jetzt bauen wir ja erstmal unser Stuntauto hier bereit. Das ist Nummer 1. Dazu müssen wir, ich habe die Batterie schon vorgeladen. Öffnen wir das Batterieladefach oder beziehungsweise das Akkufach. Nur schön aufpassen, dass die Schrauben nicht flöten gehen. Na, hier ist der drinne. Da ist bereits schon ein Akku vor. Also hier sind zwei drin, deswegen nehmen wir den vorgeladenen. Ist natürlich auch ein Ladegerät dabei. Ist ein bisschen tricky, das hier reinzubekommen. Da brauchen wir echt kleine Hände. Eigentlich, aber so, ist drinne. Kann man den hier reinhauen, Deckel zu und heiß Wasser drauf, ne? So, okay, Schraube drauf, ist auch ein Schraubendreher mit dem Lieferumfang. Das Ding schon mal vorbereitet. Hier werden wir wohl AAA Batterien brauchen. Mal gucken, ob ich hier noch welche oben habe. Aber irgendwo, ich weiß nicht, ob in dem Packen oder links waren auf jeden Fall welche dabei. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube jetzt erstmal, ich glaube in dem anderen, ja in dem anderen waren die dabei. Hier sind, waren keine dabei, aber sowas hat man eigentlich im Haus. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt so ein bisschen sehen. Ist noch was anderes für die Spielzeugabteilung. Wir wollen nachher ein bisschen Spaß draußen haben. Und dann werden wir den auch mal fahren lassen. Auch schon mal testen. Ist hier noch ein Einschalter irgendwo? So, im Lieferumfang ist natürlich so ein Ladegerät dabei, das leuchtet. Könnt ihr das, sind bei allen Autos gleich. Einfach reinstecken, anklemmen an USB und dann könnt ihr das laden. Na? So, das ist der eine und dann kommen wir jetzt mal zu Fahrzeug Nummer 2. Hier ist natürlich eine Anleitung dabei, wie ihr was zu machen habt. Und
Fahrzeug selber. Mal gucken, ob wir hier. Aha, hier haben wir auch wieder ein An und An. Da kommt das Wasser rein. Okay. Hat der nur einen und einen Ausschalter wie der andere. Hier ist nochmal der Ein- und Ausschalter. Okay. Und hier können wir das Batteriefach öffnen. Muss ich gleich mal schauen, wie man da rankommt. Da steht Off, On. Okay. Das ist geschlossen, das ist auf. Da muss ich mal gucken. Ah, hier können wir es öffnen. Da ist auch ein zweiter Akku dabei. Ja, der ist noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob der vorgeladen ist. Wir schauen mal. Aber hier steht zumindest, bei dem war ein zweiter Akku drin. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall haben wir hier einen Akku, den wir vorgeladen haben. Guck da noch mal in die Produktbeschreibung. Manchmal sind zwei dabei, manchmal ist einer dabei. So, einschalten. Wir kriegen das auch signalisiert hier schon. Cool. Wir werden gleich nachher richtig Spaß haben. Haben wir Platz, dass wir den zweiten Akku da auch deponieren können eventuell? Aber als Reserve wäre echt cool, wenn das funktioniert. Ja, das wird eng, denke ich mal. Akku ist hier drin noch ein 1450 500 mA. Die gibt es aber auch noch höher, wie hier hat der Hersteller zum Beispiel 800 mA angeliefert. Ja. Aber wenn man zwei hat, kann man die ja mal schnell wechseln. So, schalten wieder aus. Und was ich hier schön finde, ist, dass man den Deckel hier jetzt ratzfatz verbraten kann. Na? Da ist er. Hier können wir den Deckel nämlich zumachen und drehen um. Und wir haben das Ganze verschlossen, also schraubenlos. Cool. Das ist das eine. So, dann werden wir nochmal... Jackie hat wieder irgendwo eine Schraube vergessen, was natürlich uncool ist. Ja, von dem anderen. Immer mal verschrauben. Also jedes Fahrzeug hat hier so seine Eigenheiten. Vielleicht mache ich sowas öfters mal. Weil ich habe auch Spaß daran. Ich fahre nämlich auch gerne mit solchen Teilen rum. Als Kind konnte ich mir das immer nicht leisten. Da hat man nicht so, da gab es sowas auch noch nicht so wirklich. So, der ist jetzt auch einsatzbereit. So, jetzt müssen wir uns hier nochmal die Fernbedienung zu schnappen. Die ist von dem. Hier ist nochmal, sind die Griffe dabei. Hier, so, können wir gleich mal umräumen. Unser kleiner Schraubendreher. So, dann erstmal das Ganze hier mit den Pinökels. Okay, das ist eine Abdeckung noch eine Reserve. Die bauen wir erstmal auf. Die Joysticks sind ein bisschen klein, aber hier ist nochmal für die Wasserabdeckung oben ein Reserveteil. Dann werde ich mir gleich nochmal, also wenn ich es damit aufschrauben sollte, nee, danke. Wir nehmen wieder unser Werkzeug aus der Werkstatt. Sind wir besser mit bedient. Und hier kommen zum Beispiel große AAs rein. Die müsste ich erstmal drüben aus der von drüben holen. Das mache ich gleich mal. Und dann füllen wir da natürlich, hier ist noch so mal so ein Wasserfläschchen. Und da sollen wir dann Wasser einfüllen oben aus der Leitung. Gut, 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 gut. So, wenn er das einstellt, macht das Ding jetzt mal wahnsinnige Geräusche hier. Ne? Einmal ein Betriebsbezeichnung. Wir werden gleich noch mal ein bisschen Wasser ein. So, Batterien sind drin. Klappe drauf, heiß Wasser drauf. Natürlich geht das seinen Lauf. So. Verschrauben das Ganze, damit der auch nicht rausfahren kann. Normale AA-Batterien rein und dann ist.
Ja, und dann hat das Mikro seinen Geist aufgegeben, wie immer. Aber wir machen hier nochmal eine kleine Probefahrt. Da sieht man, das ist das Loch für die Befüllung. Da kann man dann ein bisschen Wasser reinfüllen. Tut mir leid, draußen ist mir das dann auch nicht passiert. Ich habe nicht gemerkt, dass das Ganze leer ist. Aber man muss dann auch alles... Ah ja, da ist er schon eingeschaltet. Ne, da kann man dann so ein bisschen hin und her spielen. Er lässt sich auch seitwärts bewegen. Ne? Aber wir kommen dann gleich draußen, das tut mir zum Fahrtest. Und tut mir leid, dass ihr die Geräusche nicht hören könnt, aber sowas lässt sich leider aufnahmetechnisch dann auch nicht wiederholen. Ne? Das ist manchmal so. Gut, wir treffen uns draußen auf dem Hof. Ich spiele euch ein bisschen Musik ein und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß beim Rumfahren. Da sind wir wieder zurück. Also bei dem missfällt mir halt die Fernbedienung. Spielzeit 10 Minuten. Ja, das sind Dinger leer. Eine Ladezeit bei beiden Akkus ungefähr locker sind sie jetzt beide voll. Mal, ungefähr eine Stunde bis anderthalb sind die Akkus wieder voll. Dann kann man, also ich würde sagen, pro Akku 10 Minuten, dann sind die Dinger leer. Na? Der Preis ist okay mit 24 Euro. Wir hatten echt draußen ein bisschen Spaß damit. Macht 360 Grad Drehungen, Überschläge, wenn man das alles so ein bisschen raus hat. Da gefällt mir aber die Fernbedienung nicht so. Da würde ich die 4 Sterne so knapp verpassen. Aber hier stimmt auch wieder das Preis-Leistung. Also man darf vor 20 Euro nicht viel erwarten. Der ist natürlich lustig, na, weil man da auch noch hinten Nebel raussprühen kann. Allerdings gefällt mir hier auch der Preis wirklich nicht. Mit, die Ladezeiten und die Akkus sind identisch fast. Er macht Drehungen, Seitwärtsbewegungen, Autolicht, LED, simulierten Rennsport. Das heißt, da kann man dann draufdrücken und dann ist das so, als wenn der schaltet gerade. Dafür ist es wirklich schön gemacht. Aber 4 Euro weniger wäre auch nicht schlecht. Würde ich auch so 4 bis 5 Sterne beiden eigentlich so geben. Ja, wenn man darf jetzt hier nicht so viel erwarten. Hier ist natürlich die Fernbedienung ausschlaggebend, dass die viel wesentlich umfangreicher ist und mehr mitmachen kann. Und die Steuerung ist hier auch wirklich gut, die funktioniert einwandfrei. Die ist besser als die. Aber ich werde euch beide mal in die Videobeschreibung, ihr habt ja im Video selbst gesehen, da muss ich mal ein bisschen höher setzen,
wie die Dinger sind. Wir haben sie jetzt seit Ende Mai beide. Ja, jetzt haben wir schon wieder mit Ende Juni und oder beziehungsweise vorletzte Juni-Woche, entschuldigt, bringe ich mal durcheinander, kann man sich kaufen, wenn man ein bisschen Spaß haben will mit seinen Kindern. Das ist genau das Richtige. Maße steht hier noch bei dem blauen 13x5 cm, sind so ungefähr fast gleich groß. Ja. Ich packe euch die mal in die Videobeschreibung, wem es interessieren sollte und wer ein bisschen Spaß haben will mit seinen Kindern, kann ja gerne diesen Link nutzen. Dafür wäre ich sehr dankbar, da supportet ihr den Kanal. Natürlich könnt ihr einkaufen, wo ihr gerne möchtet. Ich hoffe, es hat euch mal ein bisschen Spaß gemacht, war mal ein bisschen Abwechslung reicht. Kommt demnächst noch mal ein paar Robots irgendwann, wenn es dann mal nicht mehr so warm ist. Ich habe noch zwei Robots am Start, die wir noch zusammenbauen mit euch. Und die könnt ihr euch dann auch noch mal gerne reinziehen. Es geht, mit Technik geht es natürlich hier fröhlich weiter, wie gehabt, aus allen möglichen Bereichen. Und wem Technik interessiert, dann lasst doch ein Abo da und hebt den Daumen in nördliche Richtung. Das können wir auch gut. Da auch schon mal danke. Nächste Videos am Start und an die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr auch kein Video verpasst. Den Tonunterschied lasst mich bitte entschuldigen. Ich habe gerade das Sennheiser Richtmikrofon dran, weil alle Mikros heute nämlich leer sind. Und das war auch gefüllt. Ja, das war es an meiner Stelle. Wie gesagt, wir sehen uns hoffentlich wieder und ich sage tschüss und bye-bye bis zum nächsten Technikcheck hier auf dem Kanal. Macht's gut, passt auf euch auf und bleibt vor allen Dingen gesund. Bis dann, bye-bye. Ciao, ciao.